Willkommen zurück hier zu Monopoly auf der Nintendo Switch. Wir haben beim letzten Mal eine Straßenfarbe komplettiert und könnten theoretisch bauen. Aber wir haben etwas ein wenig Monopoly-Geld im Gegensatz zu unseren Mitstreitern. Und wir wollen jetzt noch nicht so in die Offensive gehen. Ich habe eh so das Gefühl, dass wir uns ein bisschen verschätzt haben. Sie haben ein freies Feld erreicht. Möchten Sie es kaufen? Jetzt muss ich jetzt mal gucken. Ja, das bräuchte ich sogar. Dann hätte ich auch diese Farbe komplett und das werde ich jetzt mal machen. Sehe ich da ein Muster? So, damit können wir hier auch ja, bauen und wir kriegen mehr Miete. Nur wir wollen mal gucken, was wir eventuell noch tauschen könnten. Aber das machen wir bei Bedarf erstmal. Erstmal müssen wir den Zug beenden und dann sehen wir mal weiter. Viel Glück! Die Bank sucht nach einem Investor. Wer wird der Glückliche sein? Ja, die Straßen sind jetzt nicht ganz so viel wert, wie man sieht, wenn wir da zwei Hotels bauen oder ein Hotel bauen auf beiden Straßen, kriegen wir 250 Monopoly-Geld Miete. Und deshalb werde ich mich auch recht schnell zurückziehen. Ich biete einfach mal mit, so ein bisschen. Bis 25 biete ich mit. Und jetzt gehe ich raus. Und der Emilien, nee, der Mike, hat die Badstraße bekommen. Mittlerweile weiß ich ja seit der letzten Folge, dass Emilien kein Frauenname ist, wie in der ersten Folge von mir falsch ausgesprochen und gedacht, sondern Emilien ist ein Männername. Und wieder was gelernt. Ist Ihre Gelegenheit, sich ein Grundstück zuzulegen. Sind Sie bereit? So, der Mike hat eine grüne Karte und ich habe eine grüne Karte. Aber wir werden den Preis mal ein bisschen mit in die Höhe treiben. Ich hoffe nicht, dass ich sie kriege, weil eigentlich will ich sie nicht. So, gut, dann kann ich jetzt raus. Aber der Emilien geht ganz schön in die Offensive. Und er hat auch die Hauptstraße bekommen. Und somit hat jeder von uns eine grüne Karte. Jetzt möchte der Mike mit mir verhandeln. Mike bietet mir die Schlossallee an und möchte die Rathausstraße. Und noch Geld von mir. Da gibt es auch ein Angebot. Ach, gar nicht wahr. Das bin ich gar nicht. Ich dachte, er wollte mit mir verhandeln. Ich habe auch den Sinn gerade nicht verstanden, warum er mit mir verhandeln wollte. Ich wollte nämlich gerade auf nicht akzeptieren gehen. So, jetzt spielen wir. Und ich bin am Überlegen, ob wir schon mal bauen. Kann ich aber nicht mehr, weil ich den Controller in die Hand genommen habe. Und durch die Bewegungssteuerung hat er jetzt gedacht, ich möchte würfeln. Was natürlich sehr ärgerlich ist. Geben Sie nicht auf. Durchhalten ist der Schlüssel zum Erfolg. Aber ich kann jetzt noch Grundstücke verwalten. Okay, dann mache ich das doch. Und zwar kann ich hier jetzt Häuser bauen. So erbauen wir unser Vermächtnis. Bauen wir da ein Haus hin. Guck gerade mal. Ich habe leider nicht genügend Geld. Ich würde gerne auf allen drei bauen. Schade, schade. Ich bin gerade ein wenig am Überlegen, ob ich es mal riskiere.
Ich riskier's mal und baue mal auf allen dreien Straßen je ein Haus. Wir riskieren's mal. Ihr Zug beginnt jetzt. Aber ich glaube, ich hätte eher die anderen Straßen bauen sollen. Ich meinte die Straßen, weil da hätte ich jetzt ein bisschen mehr Miete bekommen. Weil auf die kommt man relativ häufig. Und deswegen werde ich vielleicht gleich mal verhandeln und werde meinen einen Bahnhof, den ich habe, verkaufen. Sie sind dran. Und dann werde ich noch mal ein bisschen weiter ausbauen. Ja, bei Monopoly muss man auch manchmal was riskieren. Möchten Sie dieses Grundstück kaufen? Ja, dann kauft ihr mal. Los, würfeln Sie. So, jetzt gehen wir mal auf Grundstücke verwalten. Ich muss jetzt mal gucken. Ich habe den Südbahnhof. Und der Emilien, der hat die anderen beiden Bahnhöfe. Ich muss mal ganz kurz überlegen. Das ist der Mike, das ist der Emilien. Ich werde ihm mal für viel Geld, wirklich für viel Geld, diesen Bahnhof mal anbieten. Ich weiß nur nicht, wie ich das machen kann. Wie kann ich denn verhandeln? Irgendwie kann ich gar nicht verhandeln. Was aber sehr schade ist. Dann werden wir jetzt erstmal würfeln. Vielleicht bekomme ich ja dann Fahrt zum Verhandeln. Ich werde mal ganz kurz einen Schluck Wasser trinken. Machen wir eine Pause. Ich hatte es befürchtet und meistens kann ich im Gefängnis keine Geschäfte machen. Doch, Y, da kann ich handeln. Das habe ich gerade, glaube ich, auch nicht gehabt. So. Ich würde gerne mit Emilien handeln. Handel ist der Motor der Geschäftswelt. So, wo bin ich denn? Ich bin da oben. Wo ist denn der Bahnhof? Bist du der Bahnhof? So, ich biete dir den Bahnhof an. Und möchte gern von dir aber auch viel Geld haben. Der kostet 200. Oh, das habe ich ein bisschen geträumt. Das habe ich gerade auf die Karte da unten geguckt. So, 200 ist es wert. Und ich möchte das gerne für... Ich bin mal ganz dreist und sag mal das Doppelte. Einfach mal so, mal gucken, ob der... Man muss ja mal dran denken, wir spielen hier gegen einen Computer. Und vielleicht ist er so verrückt. So. Bist du damit einverstanden? Wo Nachfrage besteht, da gibt es auch ein Angebot. Er würde mir 300 geben. Okay, wir machen mal hier einen auf... Händler. Dann 350. Und machen wir 349. Was möchten Sie handeln? Er hat abgelehnt, okay. Viel Glück.
Dann werden wir es gleich in der nächsten Runde nochmal versuchen. Personenverkehr ist ein lukratives Geschäft. So, der Westbahnhof, den könnten wir eigentlich auch gebrauchen. Ich biete mal mit. Weil ich vermute mal, dass der Emilien auf jeden Fall hoch mitgehen wird. Aber ich kann natürlich auch nicht zu viel bieten. Ich biete mal so ein bisschen in 10er Schritte mit. Also der Mike sieht man, hat daran kein Interesse. Dachte ich, und geht direkt 10 hoch. Wir sind auf 165. Emilien ist tatsächlich raus. Aber ich will den Bahnhof eigentlich auch nicht haben. Nur ich würde das ganz gerne noch mal ein bisschen Geld abknüpfen. Ich riskiere es mal und gehe mal bis 189 mit. Und verdammte Axt, jetzt ist er wirklich rausgegangen. Weil den Bahnhof wollte ich jetzt gar nicht. Würfeln Sie und sehen wir, was die Zukunft bringt. Das war jetzt natürlich suboptimal gelaufen. Andererseits könnte ich die beiden Bahnhöfe nehmen und den Emilien die anbieten. Für viel Geld. Damit ich nämlich auf diesen Straßen da was bauen kann. Durchhalten ist der Schlüssel zum Erfolg. Okay. Ich werde mal würfeln. Sie sind am Zug. Auch vor Hoffnung, dass ich einen Pasch kriege. Beeindruckend. Glück gehabt. Jetzt haben wir wirklich den Pasch und brauchen nichts bezahlen. Mir gefällt, was Sie daraus gemacht haben. So, Grundstücke verwalten. Ich werde jetzt einfach mal den Emilien den Südbahnhof nochmal anbieten. Wo Nachfrage besteht, da gibt es auch ein Angebot. Den Westbahnhof werde ich mal behalten. So, er wollte mir vorhin 300 geben. Dann gehen wir mal auf 320 einfach mal. Oh, war ein bisschen hoch. Oder machen wir mal eine Schnapszahl. Machen wir mal 333. Handel ist der Motor der Geschäftswelt. Er hat abgelehnt. Okay. Wahrscheinlich liegt es daran, weil ich jetzt den anderen Bahnhof habe. Spielen wir! Wie gesagt, natürlich sind die Preise utopisch, die ich den Computer so anbiete. Aber wir sprechen hier von einem Computergegner. Und vielleicht ist er hier und da mal ein bisschen verwirrt und macht es. Schauen wir mal, ob Sie Glück oder Pech haben. Rücke vor bis zum nächsten Bahnhof. Ja, hätte er ihn jetzt gekauft, hätte er nämlich das Doppelte bekommen. Sprich, er hätte ja 200 bekommen und hätte sein Geld fast schon wieder rausgehabt. Jetzt fängt die Phase bei Monopoly an, interessant zu werden. Monopoly hat immer so drei Phasen. Phase 1, erstmal kaufen. Dann, wenn alles so weit weg ist, Phase 2, das Handeln und das Bauen. Und dann Phase 3, halt Würfelglück. Sie müssen den Spieler bezahlen. So kann man eigentlich Monopoly in drei Phasen zusammenfassen. Sie sind dran. Und ich spiele natürlich hier auch etwas offensiver bei dem Spiel jetzt hier, weil ich jetzt auch nicht zu viele Playtime-Parts davon machen möchte. Würfeln Sie und sehen wir, was die Zukunft bringt. Ja, dann würfeln wir mal.
Sie hatten mit dem Geld sicher etwas anderes vor. Ja, da habe ich nochmal Glück gehabt, dass er den Bahnhof dann doch nicht gekauft hat. Somit hätte ich nämlich 100 bezahlen müssen. Jetzt ist die Frage. Ich habe leider nicht so viel zum Handeln. Ja, wir warten nochmal mit dem Handeln. Viel Glück. Ich könnte ja mal versuchen, so einfach mal so aus Versuchszwecken den Mike mal am Bahnhof anzubieten. Cool. Sie wissen, was Sie tun. Für viel Geld. Manchmal muss man den Preis bezahlen. Los, würfeln Sie. So, der hat eine 11 und kommt auf das Ereignisfeld. Schauen wir, ob das Glück Ihnen hold ist. Ja, Gemeinschaftsfeld, so. Und er kriegt nochmal 100 Geld extra, also 100 Monopoly-Geld. Da hat er eine gute Runde gehabt. Und wir sind noch Ihr weit Zug weg beginnt jetzt. Von dem Los, also vom Start. Aber wir bräuchten auch etwas Geld. Hey, das war ein guter Wurf. Ich liebe es, Geld zu verdienen. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass es ja auch Monopoly jeder anders spielt. Zum Beispiel, dass man, wenn man keine Straße sich holen kann oder möchte, dann kann man die Auktion weglassen. Wir haben ja hier Auktionen, da wird ja jede Straße sofort verkauft, wenn man drauf ist. Und ich kenne das auch, wenn man über Los geht, kriegt man 200 Monopoly-Geld und wenn man genau auf Los kommt, kriegt man 400. So, wir werden mal würfeln. Und kommen Gott sei Dank auf unsere Straße. Los, würfeln Sie. Pasch. Ja, und da hat der Mike direkt das Geld wieder abgenommen bekommen, was er gerade über Los bekommen hat. Beeindruckend. So, jetzt da wir beide Werke haben und der doch recht hoch gewürfelt hat, müssten wir jetzt noch einiges bekommen. Sie müssen den Spieler bezahlen. Genau, 80 Monopoly-Geld an Miete. Das tut uns wieder etwas gut. Viel Glück. Und ich muss unbedingt anfangen, die drei Straßen hier vorne zu bebauen. Weil, wie man sieht, uns gehört die ganze Reihe von diesem Spielbrett. Daheim. Haben Sie schon über den Ausbau nachgedacht? Und wenn wir das jetzt noch bauen, dann, Gut gespielt! Sie sind dran. Ich weiß gar nicht, was er jetzt gemacht hat. Hat er sich eine Hypothek aufgenommen? Weil bauen kann er ja nicht. Wie gesagt, ich spiele zwar, oder ich kenne ja die Monopoly-Regeln, kenne ich ja, aber ich habe hier vereinfachte Spielregeln. Und da weiß ich manchmal nicht so ganz, was die eine oder andere Sache bezweckt. Jetzt hat er gerade auch irgendwas auf seine... Sie besitzt dieses Grundstück bereits. Sie müssen Miete zahlen. Auf seine Straße irgendwas gemacht. Ich weiß nur nicht, was. Sie sind am Zug. So, dann werden wir mal versuchen zu würfeln. Geben Sie nicht auf. Durchhalten ist der Schlüssel zum Erfolg.
So, und jetzt werden wir Grundstücke verwalten. Wir haben jetzt ein bisschen Geld. Obwohl ich warte noch lieber eine Runde, weil die beiden sind ja jetzt doch recht weit weg von meinen Straßen. Und ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Monopoly auf der Nintendo Switch. Euer MyGamingWorld81.